Morgen aus Las Vegas, aus dem sonnigen, geilen Las Vegas. Ich glaube, wir haben schon 35 Grad und jetzt gehen wir essen, frühstücken im Original Pancakes Haus. Dennis hat uns das empfohlen und mal gucken, wie das ist so hier. So. Ist ja alles hier, belgische Waffeln, Burgers. Überall gibt es Burgers hier in Amerika. Ich glaube, die machen auch mit Burgern. Die essen Burger zum Abendbrot, zum Frühstück, zum Mittag. Krebs, Krebs ist gut, das esse ich hier. Das ist was Feines. Ja, mein großen Hunger ist das hier. Guck mal an, du. Gleich, du, erstmal hier. Ja, ist doch gut, sehr gut. Wie hat es geschmeckt im Pancake-Haus? Oh, sehr gut, du. Sehr voll. Richtig geil. Richtig gute Pancakes habe ich gehabt. Und richtig schönes Rührei. Das war gut. Jetzt freue ich mich aufs Mittag. Mittag gucken wir mal. Vielleicht wieder chinesisch oder asiatisch werden. Habe ich Bock jetzt drauf. Irgendwas. Aber nicht wieder Burger. Jetzt fahren wir zur Massage, Alter. Fettburger. Guck mal da. Wir fahren jetzt zur Massage ins Lift Factory. Da habe ich mir einen Termin gemacht bei so einer Frau, die da sich auskennt, die richtig schön die Jungs da massiert hat, habe ich gesehen. Die wissen auch, wie sich nicht irgendwie so eine, die sich auf Bodybuilder spezialisiert und auf einen Bodybuilder wie mich. Also so einen wie mich hat sie noch nie, heute wird sie merken, so verrückt. Mal gucken, was ich da rausholen kann. So, auf den Sonntag los, Alter. Wahnsinn, Sonntag. Wir sind doch Herr Benzin. Hi, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Gewinner der Herzen. Ja? Ach Gott. Herzensbrecher. Ja, aber lieber Herzensbrecher. Ja, die stellen noch mal. Wie sieht die aus? Guck mal, die Schwarzen. Komm hier, guck mal. What's going on with your body? What's going on with my body? It's a flat body. No muscles more. I had muscles more before months ago. No, it's a joke. Normal, was sagt man hier? Prophylaktische Massage. Was sagt man dazu? Just once a normal massage. Normal massage? After with, a competition. I had a Friday competition and before I had a little bit, you can a little bit more go on the shoulder. Okay. Verklebung, was ist Verklebung auf Englisch? Just some tightness in the shoulder. Was? Tightness in the shoulder? Yeah. Like this, shoulders, back more, a little bit. Okay. You know what it is. Over the weekend that you had been working on? Logan Robinson. I think he competed in the amateur on Thursday or Friday too. Mm-hmm. I think he won? Did he win? One of them? Oh, I don't know. We didn't see the amateur. No. I'm really bad with names. I don't know who half of these people are. It doesn't matter. You know me, no. As long as you remember. Yes. You know me, no. His special name is Mr. Mass. Yeah. Mr. Mass, ja, weil ich so viel Mass habe.
Can you say that again? What you say about my... The water? Yeah. When you get really, really dry, the tissues aren't as soft. It's Sunday, so we competed on Friday. Yes. And you've done a good job of like rehydrating because the tissues are a lot softer. They feel more hydrated. Okay. Good job drinking Diet Coke. Ja. Habe ich viel getrunken, ne? Ne, aber die Limonade habe ich mehr getrunken. Ja, In and Out Lemonade. I drink much liters of Lemonade. Of Lemonade? Lemonade. From In and Out? Yeah. In and Out, yeah. Lemonade. Nice Lemonade. Was a tough yeah. That's a good place to go to. Yeah. He dreamed several nights of a WWE burger. Yeah? yes. It was a hard dieting. I was here for 3 weeks, low carb. No carb. Wie viel Platz jetzt gesehen? Also, du verstaubt den Körper auch gleichzeitig, weil die mir Energie raussaugt. Die saugt mir Energie raus bisschen. Wo hast du gesaugt? Ja, nicht richtig mit dem Mund, aber so, weißt du, das. Der Muskel arbeitet ja, weißt du, das tut ja, also der verbraucht ja Kalorien dann auch, ist wie Training so, weißt du? Deswegen müssen wir gleich wieder auffüllen. Mit einer Mahlzeit. Mit einer schönen chinesischen Mahlzeit, oder Thai oder irgendwas. Okay. Würde ich vorschlagen. Ja? Wir wechseln dann das Ambiente. Ah, hier hast du dich schon eingetragen. Muss man eintragen? Ja, jetzt muss man, da wo man wohnt, herkommt, muss man jetzt die Nadel. Mhm. Reinstechen. Gut, dann stecke ich mal in Hamburg rein. Eigentlich komme ich aus Schwerin, aber das Schwerin ist nicht mehr aufgelistet. Aber gut, machen wir hier, guck. Mal gucken, ob ich genau gut reinstecken kann, ja. Guck mal. Doch, das ist genau, wo der rote Punkt ist von Hamburg. Guck mal, jetzt werden wir uns verabschieden. Oh, brutale Mädels am Start. Brutal ist sie hier. Ja, Alter, guck dir den mal an. Was hast du jetzt gegessen, Alter? Eis, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Secret. Das ist ein Secret. Das ist ein Secret. Das ist so. Secret. Was nimmt der? Was nimmt der, was ich auch brauche? Da, der, Luke Sendo da. Luke Sendo! Hello, look good. You look good, Luke Sendo. Gut, alles da am Start hier. Total, da guck mal, wie er aussieht. Du. Ja, so schaut. Der nimmt bestimmt Kreatin. Ja, so schaut ein Hardcore-Studio nach dem Olympia aus. Oder am Sonntag. Sonntag danach. Also, ich denke mal, dass noch der ein oder andere hier nachher einpudern wird. Und hier jetzt, wie gesagt, siehst du hier, machen sie Fotoshootings. Aber wir gehen lieber essen. Schönes Süppchen, so ein schönes Süß-Sauer-Süppchen. Hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Hier, guck mal, da steht so Chinese Foods. Das sieht doch gut aus. Wie ist der Auswahl? Hier ist auf jeden Fall die Preise. Alter, guck dir das mal an. Mit dem, wo wir im Hotel waren, da. Guck mal da. Also normal, ist klein. Und jetzt der Preis im Hotel war. Mehr. Das war mehr. Hello, yes, yes. Hey, I want the hot sour soup. Yeah? It's. I take the. What is the large? How much? Yeah? Oh, only then. Then the small one. Okay. Before and then chicken fried rice. Small one. Big one. Big one. Okay. Yeah. Anything to drink? Was trinkst du? Wasser. Water. Diet Coke. Yeah. Two Diet Cokes. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. So jetzt habe ich hier Wasser. So. So jetzt habe ich hier Cornflakes bekommen. Kannst du mal eintippen oder so? Mh, wir sehen was. So, auch probieren. Und dann schmeckt es so ein bisschen Kapschel so. Ja, ein bisschen. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass du die in die Suppe reinkippen musst. Meinst du, ja? Würde ich jetzt mal vermuten. Ich als Nicht-Asiate. Ach, egal. Ich so meinst, die Suppe ist schon dick genug. So. Also schmeckt die Suppe auf jeden Fall. Schon und die schmeckt für den Topf ist sie ungefähr, die andere kostete $5 oder $6, hier kostet sie $2.
This is a small one, yeah? No, large. Ah, large, okay. Yeah, okay. Yeah, yeah. Ja, es ist sehr large, danke, thank you. Für 6 Euro, 6 Dollar large. Hier lohnt sich's. Ich komm öfter. Jetzt. Yeah, large one. Sieht gut aus, large one. Mh, wird auch gut. Okay. Hallo. Thank you. Du ziehst hier den Proviant noch mitgenommen. Wird nicht flach werden. Oh, ist das ein warmes Wetter hier. Ich glaube, wir müssen am Pool. Ich glaube, wir müssen zur Poolparty. Was hältst du davon? Klingt gut. Poolparty. Lass es ab zur Poolparty. Boah, ich muss die Sonne verstehen. So, jetzt sind wir hier am Strip angekommen und gehen jetzt zur Poolparty. Yeah. Da habe ich Bock drauf. Richtig schön poolen. Poolen. Oh. Und wir werden immer voll gefressen. Aber das macht nichts. Wir werden poolen. Bin ja gespannt, du. Was ab geht hier oben? Das war jetzt in den Kino schon. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. Yeah. I'm so handsome. All in car, my zoom, my Benz, I'm so fancy. Yeah, lustig, lustig hier, lustig hier. No romancing. Got my baby and she ride, she make you vanish. No time to play, got book dates. Had a plan, only had to wait. Always knew I'd make a way. Send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. Authentic in my own lane. I am me, till I'm in the grave. Trend said I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. Ooh, never panic. Get a worry, send it up and then it vanished. Ooh, I can't stand it. At all the way you move it, see you scrambling. On offense, no defense. Stood strong, no weakness. Strong. Used to say I wouldn't beat this. Now they wish they could beat this. Table set, now tables turn. God's plan, don't say a word. Know the price, cause I know my worth. My time, get what I deserve. Trey said I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. Ah, die war gut hier. Da, André hat ganz schön Augen gekriegt, ne? Ja. Ich auch. Kennen wir uns. Ja, unser Kameramann hat gleich Kontakte geknüpft. Jetzt holen wir nochmal an. Ja, jetzt sind wir in der Cheesecake Factory. Ich habe schon Tomatensaftsack hier und einen Cola Light jetzt als Getränk. Und habe mir ein Steak bestellt. Süßkartoffelpommes. Hm? Kennst du Süßkartoffelpommes? Mhm. Das ist richtig lecker. Wenn du was weißt. Aber du hast die Pasta gestellt. Ja, fuck. Also, das ist übrigens mein Freund Sebastian. Hallo. Sebastian Zöller, der hat mir, wo ich 20 war, auf der Bühne schon gestanden. Vor 30 Jahren. Ich habe sogar mit Dennis schon auf der Bühne gestanden. Aber er hat gewonnen. Natürlich. Und ganz krass. Aber auch schon 20 Jahre her. Ja, ungefähr. Genau. Ja. Ja, so 18 Jahre oder so. Ja. Ja. Zeit vergeht. Das ist ja. Ja, das war noch Zeit. Aber wie gesagt, war eine geile Zeit. Wenn man einen erzählt. Bei uns war es noch GPF damals. Ja. So, hier, yeah, das ist ein Essen hier, lecker. Und die Teller sind heiß, du verdammte Scheiße. Das sieht so sehr gut aus. So, guck mal, das hier, das aber auch, du meinst. Das, guck mal, guck dir diese Essen an, wie die aussehen hier. Das ist vom Feinsten alles hier. Boah.
Das kann ja wohl nicht wahr sein, wie das aussieht. Das ist ja. Das will man gar nicht an. Wenn man nur so lassen. Muss ich mal gleich eine Instagram-Story machen. Von diesem Essen hier. Guckt euch das an. Oh Mann, jetzt soll ich das nicht noch anlassen. Mann. Ja, jedenfalls. Gut am Tee. Ja, gut, damit hier. Hier. So, angekommen hier in der Cheesecake Factory. Wunderschönes Essen am Start hier. Guckt euch das mal an hier. Da. Mein Essen. New York Steak mit Matschepampe und Süßkartoffelpommes. Und das ist da, was ist das? Chicken Bellagio. Chicken Bellagio. Dennis hat einen Tacos. Irgendwo aussehen. Und hier der Nachbar? Geheim. Sag mal die Nudeln. Hol mal die Nudeln raus. Das sag mal. Das sieht richtig gut aus. Das ist dasselbe, was du gerade bei ihm gefilmt hast. Ja? Ja, Chicken Bellagio. Also von links anders aus. Hau rein, Sebastian. Gut. Mit Fressen durch den Wind, ne? Mhm, definitiv. Und jetzt sollst du sagen, dass du eine Cheesecake-Fette gewinnst und du Cheesecake essen musst, oder? Richtig, also wie ich hier kann. Wir sollen jetzt sagen, wir sind in der Cheesecake-Fette immer noch, sitzen wir hier und... Und müssen Cheesecake essen. Essen natürlich ein Cheesecake. Also du hast ja deinen ersten, ne? Das ist mein erster Original, Cheesecake. Mein erster Cheesecake. Ja. Ich auch, meinen ersten originalen Cheesecake Factory Cheesecake. Sag dreimal hintereinander. Cheesecake Factory Cheesecake. Cheesecake Factory, Cheesecake. Ja. Cheesecake Factory, Cheesecake. Cheesecake Factory, Cheesecake. Ja, okay. Ja, hast du gesehen, kann, ne? Ja, ging so. Ja, mal gucken wir gleich, wir werden ihn gleich bewerten. Wie er ist, Noten geben, weiß ich, von 1 bis 10. Ja? Du hast auch bestellt, oder? Na gut, hast du Glück. Sebastian, weil er kein YouTuber ist, hat er schon probiert. Ja. Weil er nicht gehört hat. Ich habe da keine Ahnung von. Ich wusste nicht, dass man sich erst. Ist der Kameramann erst warten muss, ist der Kameramann fertig. Ja, muss man hier warten. So. Ja. Man muss warten aufs Essen. So. Ja. Früher hat man Gebet gemacht, heutzutage muss man auf Instagram warten. Video machen, ja. So. Also, was hast du jetzt? Ja. Was hast du jetzt? Du hast schon probiert. Ich habe schon probiert. Okay, ja. Ich sag auch mal. Ne? Ja, also wirklich, ne, ja. Mhm. Ich mach mal mit Sahne. Du musst aber mehr so wie Bioleck machen, so. Du musst aber auch so. Ne? Bioleck. So. Lecker. Also, herrlich im Abgang. Ja. Komm, von 1 bis 10 sollst du jetzt gewinnen. Ja, das ist 10, was? Alter. Das ist auf jeden Fall 10? Ja, sehe ich auch. Was sagst du jetzt nur, weil du in der Cheesecake Factory bist und das sagen musst? Das ist wirklich schon gut. Also ich muss echt sagen, also der Boden passt mir nicht so. Ja. Aber das obere, das ist gut. Aber 9. 9 auf jeden Fall. Ohne Boden. Ja. Ohne Boden 10, mit Boden 9. Ja. Okay. Ja. Was bei dir? 11 von 10. Oh Mann, das ist aber schwer. Das war eine falsche Rechnung. Das ist aber nicht gut aufgepasst in der Schule. Geht nicht. 11 von 10. Als Nicht-YouTuber. Als Tourist. Guckt man auf den Preis. Wenn man YouTube hat, dann kann man einfach bestellen. Dann, als YouTuber, das übernimmt das ja YouTube dann alles, weißt du? Ja. Ich glaube 860, oder? Ja. Hm. Was? 860. Bleibt euch jetzt cool, mal. Ja, oder waren es 860 Kalorien, ne? Ja, waren, ja. Egal, ja. Das geht nicht. Ja, also ich finde auch, hat auch die richtige Temperatur. Mhm. Weißt du, muss ja auch sein, die richtige Temperatur so. Richtige Süße, richtige Qualität, richtige Lockerheit. Was ist Käsekuchen Sommelier werden, heißt das dann, ne? Käsekuchen Sommelier. Weißt du, wie ich mir gerne geguckt habe, hier diesen, wo die Fernseh macht da mit dem Rainer Kallmund. Der redet ja auch wie du, da aus Tom. Der redet nicht. Die Ecke da, wo ihr herkommt, hier. Wo ist er? Hier, Bourbon. Meinst du jetzt aus Köln oder was? Ja, so, ja, ja, hör mal so. Hör mal da, du, hör mal. Gegessen, ja, ja, genau, ja, lecker gegessen. Ja, hör mal du.
Ja, wo hast du den? Erste Halbzeit habe ich nicht gesehen. Wo hast du den denn her? Erste, zweite Halbzeit habe ich auch nicht gesehen. Da war ja, so genau. Ja. Ja, ja. Die hat auch so richtig. Weißt du, so ist der. Der Dirk auch immer so. Ja, ja, Steve, hör mal, du. Hör mal, Steve, du. Also, du. Also, wo ich dich da backstage gesehen habe, da habe ich schon gedacht, du bist der gleiche Aal. Du bist gerade in einem völlig anderen Sprachland, ja. Also, redet der so. Du bist wie so ein Aal. Und dann gehst du auf die Bühne und dann bist du auf einmal hart. Also sagst du mir mal. Ja, ist weiter so. Schmeckt ja nicht. Schmeckt doch nicht so, oder was? Doch, aber ich bin ja so der Genießer. Und ja, Genießer, ja. Mhm. Ich komme mir irgendwie beobachtet vor. Ja, das ist normal. Ja. Da müsst du dran. Mhm. Da gewöhnt man sich dran. Ja. Ja, wie gesagt, der Boden. Den kannst du weglassen. Für mich jetzt also, nochmal. Ist man bestellt ohne Boden. Du musst mehr Sahne drauf machen. Ich bin nicht so Sahne. Ich schmecke ja nicht die Sahne. Aber ich reicht es. Jetzt war es genug. Vorbei, was leuchtet schon, sind wir uninteressant. So schnell geht das. Ja, so ist das. Drauf oder warten wir? Ja, läuft schon. Aber da kommt erstmal eine Großfamilie. Großfamilie. Hast du? Ja, Sebastian. Starte mal, ja? Ja, Sebastian. Ja. Wir sind jetzt hier fertig mit dem Essen. Ja. Also mein Bauch ist voll. Meiner auch. Ich muss dann erstmal auf Toilette im Hotelzimmer, glaube ich, groß machen. Ich glaube, das wollen deine Zuschauer auch wissen. Natürlich. Als erstes. Ja, das willst du noch mitkommen auf Toilette aufnehmen. Ja. Und ja, was war lecker hier, sehr lecker. Also es war... Waren 9 von 10 Cheesecake, ne? Ist sehr zu empfehlen hier, wenn man in Las Vegas ist, in die Cheesecake Factory zu kommen. Man kann auch wunderschön hier draußen sitzen. Wird nicht kalt einem und so, ne? Nee. Eher warm. Ja. Er wird einem warm. Mhm. Und man wird noch wieder YouTuber dabei nebenbei. Und man wird noch wieder Sebastian. Also wenn ihr Sebastian nächstes öfter sehen wollt auf YouTube und sehen wollt, dass ich ihn mit zu mir nehme, also dann kommentiert das. Ja. Wie ihr seht, das fesches Kerlchen hat auch gute Schuhe an hier. Das Schuhwerk angezogen, extra für den YouTube-Channel. Und dann würde ich sagen, schließen wir den Abend ab. Erstmal, weil uns nichts weiteres, kein weiterer Blödsinn einfällt zu machen. Ne? Nee, morgen vielleicht. Später noch. Ja, morgen reise ich ab. Ja, morgen. Also wie gesagt, er reist morgen ab, also reist... Reißt also, an, reißt die Kommentare an. Reißt du morgen gar nichts. Ja, genau. Das war bei. Also, tschüss und auf Wiedersehen. Bis morgen. Aus Vegas.